Ja, Keller. Ich mag Keller nicht wirklich. Doch schon ein bisschen gruselig. Na super. Und dann auch noch überflutet. So, mal sehen. Oh, High Voltage. Das ist nicht so gut, wenn hier Wasser ist. Das stand ja auch in dem Brief, dass wir hier das Wasser abdrehen müssen, sonst werden die Zellen ja irgendwie abgeschaltet. Und natürlich, irgendwas fehlt. Wie immer. Könnte ein Ventil sein. Nehme ich mal stark an. So, dann schauen wir mal, was gibt es hier noch? Ein paar Kisten. Können wir hier rein? Ja. Ein Generator. Okay, das sieht irgendwie kaputt aus. Okay. Ja, es wäre ziemlich dumm, das jetzt hier anzumachen, wenn es nicht alles über Wasser ist. Da stimme ich dir doch zu. Okay, die Tür geht nicht auf. Da ist das Schloss kaputt. Hier haben wir ein Zahlenschloss. Brauchen wir noch die Kombination für. Genau, der funktioniert nicht. Ja. Dann kommen wir ja erstmal hier unten. Hey, ich habe ja den Schraubenschlüssel doch gefunden. Vielleicht kriegen wir damit ja diese Werkzeugkiste auf. Die war hier ja irgendwo. Noch ein bisschen rennen. Schade, glaube ich nicht. So, die war hier hinter, ne? It's not opening. Aber ich habe doch. Habe ich den nicht genommen? Ich habe doch den Schraubenschlüssel aus der aus der Küche genommen. Jetzt ganz durcheinander. Doch, ich habe den doch. Warum kriege ich denn jetzt die? Das ist mysteriös. Was sollen wir denn sonst machen? Ja, jetzt funktioniert es. Ich dachte schon. Ja, und ein Ventilrad. Genau, das ist genau bestimmt für den Keller. So, geht doch. Okay, ich speichere nochmal. Ja, ich fühle mich irgendwie unwohl. Okay. So, dann können wir ja jetzt wieder in den Keller rein. Trampel doch nicht so rum. Und das Ventilrad anbringen. Hier ist es auch sehr gemütlich, muss man sagen. Nee, hier muss ich rein. So. Und jetzt? Ja. Okay, haben wir das Wasser mal abgelassen. Und jetzt müsste doch der Strom funktionieren. Jetzt dürfte doch nichts mehr passieren, wenn ich den Generator einschalte. Dann mal auf. Bist. Klappt doch super. So bis jetzt. Bis jetzt läuft es.
Aufzug. Wir sind jetzt im Keller, Basement 1. Müsste die Etage sein, wo wir auch schon waren. Genau, hier mit den Automaten, wo die Doktorräume sind. Dann fahren wir mal in den zweiten Stock. Im dritten sind ja die Arbeiten, aber eins nach dem anderen. Naja, die Tür muss ich selbst aufmachen. Okay, der zweite Stock. Wieder Getränkeautomaten. Und ich habe noch immer kein Geld. Na super. Schon ein paar Räume. 205. Ein laufender Fernseher. Ein verlassener Rollstuhl. Und eine blutige Schrift an der Wand. Das Rätsel der Räume ist sehr einfach. Auch du wirst es schaffen. Okay. Nur wieder ein schönes Poster. Ein Klo. Und ein Safe. Komme ich da irgendwie ran? Ja. Okay, das ist bestimmt dann mit dem Rätsel der Räume verbunden, wenn das schon so hier steht. So. 206. Buh. Hallo? Geht's dir gut? Raum des Todes, 1. Naja. Und eine liebliche Stimme, die uns ins Ohr jammert. Erstmal nichts, hier können wir nichts aufsammeln. Ja, da ist etwas Komisches hinter dem Glas, wir sehen es ja. Sieht aus wie eine Leiche. Bisschen aufgeschlitzt. Nö. Ja. Können wir hier rein? Nee. Was war das? This place looks all too familiar. I used to be here a long time ago. This is the hospital. Ja, super, das habe ich auch schon gemerkt. Mann, Mann, Mann. Okay, der ist auch verschlossen mit einem Code. Operationsraum. Und hier in den Nurse Center. Die Krankenschwestern. Und ein Speicherzeichen. Das ist schon mal gut. Ich finde diese Bilder irgendwie cool. Der Stil hat was. Dann speichern wir mal. Ein Spiegelbild. Und meine Taschenlampe. Okay. Hier brauchen wir noch einen Schlüssel, die ist verschlossen. Die geht auf, die ist auch verschlossen. Ein Kleiderbügel. Und hier haben die sich wohl sehr eilig umgezogen und alles auf dem Boden liegen lassen. Nee, nee, nee. Gut. So, sind wir jetzt auf der anderen Seite, ne? Genau, die ist verschlossen. Gehen wir mal in die Damentoilette. Ja, gut.
Raum des hohen Alters. 4. Ich brauche, glaube ich, was zu schreiben. Einen Moment, ich suche mal. Ich habe hier noch einen Zettel liegen. Das hört man wahrscheinlich ein bisschen. Ich schreibe mir das mal auf hier, die Räume, dass ich das nicht vergesse. Okay, wir haben Raum des Todes 1 war das, glaube ich. Tod 1 und Alt 4. Okay, habe ich mir aufgeschrieben. So. Weiter geht's. Oh, ein. Wer hängt sich sowas ins Klo? Sehr hübsch. Na gut. So, Herrentoilette. Auch der Spiegel ist komplett kaputt. Solche Türen mag ich gar nicht. Ich habe immer Angst, dass dahinter irgendwas lauert. Gut. Hier ist nur ein Besen. Okay, da kommen wir. Genau, in den. Ins Treppenhaus kommen wir ja nicht. Da brauchen wir noch die Schlüssel. Von dem Construction Team war das, glaube ich. Im dritten Stock war der ja. Nett. Ein Herz. Ja, das ist ein menschliches Herz. Na, guten Appetit. Ach ja, hier mit dem Fernseher lässt es sich doch leben. Noch ein paar schöne Poster an der Wand. Der ist sehr verstaubt. Ja, war wohl lange nicht mehr an. Ist auch, denke ich mal, ein älteres Modell. Ja, weiter geht's. Lass die Geräusche. Kumpel doch nicht so rum hier. Mann, 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 Mann. Wieder ein Rollstuhl. Wieder ein Poster von einem Herzen. Und ein Brief. Okay, der Doktor sagte, ich kann bald nach Hause. Gott sei Dank. Es ist hier wirklich schrecklich. Ich mag dieses Krankenhaus nicht. Das Food ist ekelhaft, ja. Das Essen ist, ja, schrecklich und es ist kein Vergleich zu einem richtig gekochten Essen. Nicht so wie dieser, ja, Scheiß. Sogar Fast Food ist besser als dieses hier. Und abgesehen davon, hier gibt es gar nichts zu tun. Diese Räume sind einfach grauenhaft. Aber in Wahrheit, sie reparieren den dritten Stock. Und die Arbeit ist sogar fast fertig. Aber irgendwie höre ich immer aus dem Zellenraum 302... Oder ich habe gehört, dass der Zellenraum 302 zusammengebrochen ist und einen Patienten unter sich begraben hat. Ein Doktor hat ihn dort gefunden. Und ihn dann in The Morgue. Ist das nicht so eine Leichenhalle? Ja, das hat ihn in eine Leichenhalle gebracht. Aber das ist nur das, was ich gehört habe. Ich habe es nicht mit eigenen Augen gesehen. Aber mach dir keine Sorgen, ich werde bald zu Hause sein. Bill. Ja, okay. Dann ist da doch was Größeres passiert, anstatt nur ein bisschen Sanierung.
ist die Decke runtergekracht und hat einen Patienten erwischt. Super.